Und das ist jetzt aber nicht das Wichtige. Warum ist das aber so? Weshalb werden bei der einen die Strahlen so und bei der anderen die Strahlen so behandelt? Dazu mal eine ganz einfache Grundlage. Das liegt an der sogenannten Lichtbrechung. Also Licht wird gebrochen. Das war nicht geschickt. Licht wird gebrochen. So. Wird gebrochen. Jeder kennt folgenden Effekt. Nehmen wir an, ich stehe am Rande eines Pools. Oder das war ein krummer Pool. Und der hat ein ganz ruhiges Wasser. Hier sei der Rand. Und da stehe ich und gucke da rein. Dann weiß jeder aus Erfahrung allerdings, wenn ich hier also reinschaue, dann sieht, obwohl der Pool überall gleich tief aus, das so aus, als wenn er da hinten viel flacher wäre. So sieht das aus. Das ist eine optische Täuschung. Die liegt an folgendem Effekt. Und zwar, wenn man Licht, ich nehme mal ein Stückchen Glas, das sei jetzt Glas. Wenn man Licht in schrägen Winkel auf ein, man sagt, optisch dichteres Medium fallen lässt, dann wird dieses Licht umgelenkt, gebrochen. Und zwar, ich zeige gleich wie, ich mache mal hier ein Lot. Lot heißt senkrecht. Das Lot steht senkrecht hier auf der Fläche. Und der Lichtstrahl wird zum Lot hingebrochen, wenn der Lichtstrahl in optisch dichteres Medium gelangt. Optisch dichter kann man so ganz vorsichtig sagen, ist so ähnlich wie die Dichte von Wasser ist größer als die Dichte von Luft oder die Dichte von Glas ist größer als die Dichte von Luft. Und wenn man sich jetzt mal hier diesen Winkel betrachtet, ich mache den mal lila, hier dieser Winkel ist auf jeden Fall kleiner als der. Jetzt, wenn dieses Licht hier wieder austritt, kommt der entgegengesetzte Effekt. Das heißt, jetzt wird er wieder weggebrochen. Der Lichtstrahl geht also in diese Richtung weiter. Jetzt muss ich mal hier noch schnell ein Lot andeuten. Also hier ein zweites Lot, ein bisschen krumm geworden. Und man sieht wieder, dieser Winkel hier, dieser kleine Winkel, wird hier wieder vergrößert. Das bloß mal nebenbei. Was hat das aber mit der Linse zu tun? Ganz einfach, wir nehmen mal die Sammellinse. Und ich mache die jetzt mal extra ein bisschen größer. Und dann kann man diesen Effekt besser sehen. Wir nehmen mal einen Strahl, der trifft hier auf diese Sammellinse. Und jetzt müssen wir uns diesen Bereich hier betrachten. Jetzt fälle ich mal für diese eine Stelle hier ein Lot auf dieser Fläche. Obwohl das eigentlich gar nicht geht, denn die ist krumm. Aber das machen wir später noch in Mathematik. Wir können, wenn man ins ganz Nahe hereingeht, also hier an diesem Punkt, wo der Lichtstrahl auftrifft, kann man sagen, hier ist eine ganz kleine Gerade, ein kleines gerades Stück. Und deswegen kann man da ein Lot senkrecht draufstellen. Also das Lot steht wieder senkrecht auf diesem Teilchen Glasoberfläche. Was passiert mit dem Licht? Es wird zum optisch dichteren Medium, das ist nämlich diese Sammellinse, wird zum Lot hingebrochen. Der Winkel ist kleiner. Jetzt geht der Lichtstrahl hier weiter, wandert hier an diese Stelle. Jetzt muss ich hier wieder ein Lot fällen, damit man es besser sieht. Ach, na. So, ich fälle hier das Lot. Und was wird sein? Dieser Lichtstrahl wird, machen wir den Winkel noch schnell, dieser Winkel hier, der wird jetzt größer werden. Also noch ein Stück größer. Ich übertreibe natürlich jetzt alles ganz stark. Das heißt also, dieser Winkel wird sich vergrößern. Mit anderen Worten, jetzt hätten wir auch die Erklärung, weshalb bei der Sammellinse Strahlen, die hier so reinkommen, krumm wieder rauskommen. Die Strahlen selber sind gerade, aber die, ich sag mal so frech, krumm. Das war praktisch dieser Effekt hier an dieser Stelle. Den haben wir hier. Hier, das haben wir nochmal nachgebildet. Das kann ich jetzt mit ganz, ganz vielen Strahlen machen. Bloß ein Strahl, der wird überhaupt nicht gebrochen, der wird gar nicht berührt. Der läuft in der Mitte. Man sagt auch zu diesen Strahl, Zentrumstrahl, und der kommt hier hinten wieder raus. Das heißt, das Licht muss krumm auf eine Oberfläche treffen, dann klappt das. Wenn ich, bloß mal noch nebenbei, wenn ich das übertreibe und ich nehme einen bestimmten Winkel, der zu groß ist, dann wird das Licht ganz einfach an der Stelle wieder reflektiert. Dann geht es gar nicht erst rein ins Glas. Ich mache das jetzt alles ganz locker und sagen wir mal ein bisschen flapsiger. Aber hier, diese Stelle, das ist die interessante. Ich muss es also so einrichten, dass ich nicht ausgerechnet, so wie hier in diesem türkisen Beispiel, mir so ein Licht schnappe. Das würde gar nicht erst
hier von der Linse behandelt werden, sozusagen, gebrochen werden. Und das wäre Quatsch. Und dieses Licht wird dann ganz einfach hier wieder wegreflektiert. Das hat also nichts mit der Brechung zu tun. Man sagt dazu, zu dem Wort, wenn es reflektiert wird, total reflektiert, Totalreflektion. Das kennen wir alle, wenn wir am Wasser stehen. An einer bestimmten Stelle kann man noch ins Wasser reinschauen. Nehmen wir nochmal das Wasserbeispiel. Bloß nochmal zur Erklärung. Ich stehe hier an irgendeinem See. Wenn ich so reinschaue, geht es, dann sehe ich hier was. Wenn ich aber zu flach aufs Wasser schaue, dann werde ich meistens von dem anderen Licht, was hier irgendwie reflektiert wird, oder von der Sonne sogar geblendet. Das bloß mal nebenbei. Aber darum geht es nicht. Wir wollen uns ja mit der Lichtbrechung beschäftigen. Die ist ja viel spannender. Den gleichen Effekt, das kann man zu Hause jetzt selber mal ausprobieren, das nach der gleichen Vorgehensweise wie hier, kann ich mit einer Zerstreuungslinse machen. Die soll uns aber jetzt mal nicht so sehr interessieren. Also jetzt geht es um die Sammellinse, hier um diese Stellen, das mal ausprobieren, das einfach mal machen, sich dann eine Zerstreuungslinse machen. Dann kann man sich vorstellen, weshalb eine Zerstreuungslinse das Licht zerstreut und nicht sammelt. So, bleiben wir dabei, das heißt, hier würde irgendwo ein Punkt widerstehen, und jetzt zu ein paar Begriffen und auch gleich zur Bildentstehung, weshalb das so ist. Ich deute nochmal.